Heute ist der 20. Oktober und wir sind jetzt auf dem Feld, das ich euch im Video 37 vorgestellt habe. Da haben wir so viele Begrünungen gehabt: Sommerwicke, Raps, Hafer ist noch gestanden, Erbsen. Und ja, ich bin dann nach 5 Tagen nochmal mit dem Gerät durchgefahren: 4 Zinken vorn, 5 Zinken hinten. Hab dann auch schon die Linien vorgegeben, so wie man es jetzt da sieht, so wie ich anbauen wollte. Und wie man sieht, ist das Feld wunderschön geworden. Super von der Erde. Da ist noch ein kleines Rapsblatt übrig geblieben. Aber alles andere ist richtig super weggegangen. Also, es hat echt gut funktioniert. Wir haben dann vor 3 Tagen den Weizen eingebaut. Da habe ich schon aufgehoben. Da liegt das Kerndl drinnen. Ist jetzt noch nicht so feucht da drin. Aber da drunter, 1 cm drunter, ist schon feuchte Erde. Ja. Würde ich euch sagen, ist eigentlich ganz super geworden, das Feld. Tschüss!